Ja, in der nun folgenden wissenschaftlichen fünfminütigen Veranstaltung testen wir den Berliner und seinen Humor in der wohl humorvollsten Veranstaltung des Jahres, dem Berliner Fasching-Karneval. Wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um. Aha. Hey, jetzt reicht mir, du kannst doch mal ein bisschen zulaufen. Haust du ab. Haust du ab. Furchtbar, so ein Mensch. Hast du Karneval? Dann sollst du doch nicht hierher kommen. Haust du ab. Ja, Mann, ey. Hat man halt noch. Ist das denn die Feier, die man lieben kann hier? Na, natürlich kann man nicht. Da ist das Volk mal ein bisschen draußen. Ein bisschen frei. Das ist das ja bloß. Ach, du bist ja bekloppt. Das zeig ja auch. Bin bekloppt. Zurück ins Rheinland! Poppen, bleib poppen! Wir sind keine Feierer! Feiert mit den Päpsten, nicht mit uns, oder? Na Mama, ich glaube nicht. Wir werden keine Pappnasen mehr. Hundertprozentig nicht. Wir werden keine Fußballstadt, wir sind keine Karnevalsstadt. Auch das nicht, einfach nur Berliner. Ich habe Angst vor der Identitätskrise, wenn wir denken, wir werden auch noch Karnevalisten. Nein, so geht's nicht. So geht's überhaupt nicht. Das muss einfach demonstrativ kritisiert werden. Ich muss wieder arbeiten. Danke. Eine Heerschar aus Pappnasen und Suffköpfen mit lächerlichen Verkleidungsutensilien. Wenn das der Berliner Humor sein soll, dann Erde, tu dich auf. So ein Wahnsinn, warum schickst du mich in die Hölle? Das soll nun bald ein Ende haben. Die Kot- und Urinsteuer, ja, verehrte Dame, sie soll aufs Drastischste erhöht werden. Wie einsichtig sind Hund und Herrchen? Bisher haben sie ganz konsequent auf alle Verbote geschissen. Aber ich habe jetzt eine ganz eindeutige Maßnahme und die heißt Urin. Die zielgerichtete Konfrontationstherapie. Ganz konsequent absprühen, die Straftäter und verfolgen. Meine Dosis Urin. Na, weißt du mal, was du sonst so selber machst. Ne? Eine Urinspritze und schon verschwindet er. Was haben Sie da gemacht? Ne? Jetzt habe ich Sie mal anuriniert. Schauen Sie? Nicht? Machen wir uns klar, in jedem Dicken steckt ein Dünner, der heraus will. Ja, Frau Ernst, ich befinde mich in der Bergmannstraße, Berlin-Kreuzberg. Ich sehe weitgehend nackte Menschen, überzählig dick, einfach zu dick. Sehr viele fette Menschen, vor allem eben Deutsche, nicht? Das ist das Entscheidende, Frau Ernst. Ja, danke, ich melde mich. Achtung, der Oberarm dort. Es gilt, unerkannte Verfettungsgefahren der aufzuspüren, zu markieren und aus Handel und Haushalt zu vertreiben. Wir einfach damit mal beginnen und diese Nuts bzw. dieses Maßriegelchen mit diesem Etikett zu bekleben. Ja, aber bei Zigaretten haben wir das ja auch jetzt. Ja, ganz genau. So, ach, lieber Wolf. Schauen Sie mal, das Problem ist in erster Linie... mein Geschäft schließen hier. Dann können Sie Ihr Geschäft schließen. Naja. Wir sind die dicksten Europäer, die Italiener, die Nudelfressenden, die Franzosen, die Baguette-Gutierenden. Sie sind Menschen, ja, die alle dünner sind, auch die Engländer, die Portugiesen. Nicht? Wir haben ein Problem, ein Identitätsproblem bald. Verstehen Sie uns? Ich verstehe, aber das passt mir ehrlich gesagt nicht. Ich werde zunächst einmal, schauen Sie mal, dieser Aufkleber... müsste hier hin, das ist, und dann geht es ja besonders um die Cola. Die wird ja besonders stark verkauft. Und dann müsste ich sind hier Cola. Ja, ja. Das passt mir ehrlich gesagt nicht. Diesen Zettel müssten wir noch anbringen. Und dann das macht keinen Spaß mehr, wirklich. Darf ich ja sagen, die Kinder keine Kies mehr verkaufen, oder wie?
Nein, das müssen Sie irgendwie wirtschaftlich anders ausgleichen, denn Sie können ja nicht verantworten, dass die PISA-Studie in den nächsten Jahren durch Verfettung, durch Unkonzentrationsfähigkeit noch weiter nach unten geht für die Deutschen. Verstehen Sie uns, was wir damit meinen? Ja, aber ich muss mich da irgendwie gegen wehren. Ich muss mal sehen, was ich da machen kann. Ja, dann schicke ich demnächst mal einen Kollegen, ja? Ja. Okay. Auf Wiedersehen. Tschüss, tschüss. Darf ich dann die Etikett drauf machen? Mach dicken Po, darf ich Ihnen das mal ganz kurz auf die Waffel kleben? Moment mal. Warum schädlich hier? Es ist nie was. Entschuldigen Sie. Nee. Schokolade macht dick, das muss ich Ihnen. Nein, die müssen wir nicht drauf tun. Ich muss Sie darauf aufmerksam machen, dass der sukzessive Verfettungsprozess der Bundesbürger. Warum wir nicht? Ernst, ich habe gerade eine Bundesbürgerin mit Totalverweigerung. Ja, ist übermäßig. Ja, war ein ziemlich großer Verfettungsprozess bei ihr zu erkennen. Hat sich definitiv geweigert. Ja. Ja, beim nächsten Einkauf werden wir sie stellen. Danke. Ja. Wir schreiben August 2007. Die Fußball-Bundesliga seit einer Woche hat sie wieder begonnen in einer rauschhaften Dimension. Es gibt nur noch ein Wort auf den Straßen Deutschlands und das heißt Tor, Tore, nochmals Tore, gefüllte Stadien, überall Fußballfachgespräche, in den Bars, auf den Schulhöfen, in den Fabriken, in den Kläranlagen, überall wo man hinschaut, es gibt Fußball pur. Hallo, Funkhaus? Entschuldigung, ich bin da. Nein, ich bin da. Was? Frau Töpperwien hat einen Zungenkatar? Das ist ja super. Ich soll sie ersetzen? Ich bin sofort... Ich moderiere Hertha BSC lieben gerne. Ich bin sofort im Stadion. Ja, ich komme. Nein, ich komme. Ich bin da. Und das hat natürlich in dieser Situation der deutsche Meister vollkommen unterschätzt hier. Diese Potenz, diese Arbeitsmoral, wenn man so will. Der Hauptstädter und jetzt mit Kevin, Prinz Boateng und Marcelinho. Die beiden in Reue zurückgekehrten Brasilianer. Sie spielen hier wie die Zauberer vom Bosporus. Es ist geradezu unglaublich, was sie jetzt zeigen in dieser Situation. Jetzt schon wieder. Kevin, Prinz Boateng trinkt und Tor! Unglaublich! Das kann doch gar nicht wahr sein! Die Hertha, sie führt in dieser Minute, in dieser 72. Spielminute 2-1. Und das scheint hier wirklich der Wendepunkt dieses Spiels zu sein. Und das dreht ja wirklich die Liga um. Und Malik Fatih, der 21-jährige Türke vom Bosporus, der Goldjunge der Hertha an diesem Nachmittag, er konzentriert sich jetzt in dieser Situation auf einen rund 25 Meter Freistoß. Und das könnte was werden aus dieser Position. Das hat er ja in den vergangenen Wochen bewiesen. Und jetzt tippt das Tor. Ich kann das kaum glauben. Das 3-1. Und da möchte ich meinen Finger oder meinen Kopf drum wetten, dass das die entscheidende Spielsituation Manfred Volkmann 3-1.